Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Freitag, der Morgen nach dem Event. Gestern Abend, genau um 21 Uhr, ist das Event zu Ende gegangen. Niantic hat es abgeschaltet. Doppelcandy ist vorbei. Deswegen schauen wir uns heute nochmal an, was wir, beziehungsweise ich, während des Events alles erreicht habe. Gestern noch ein Raikou versucht, mit gelber Berge zu fangen. Blende ich hier kurz irgendwie nebenbei ein. Leider nicht geschafft. Hatte auch sehr wenige Bälle. Ich war in der Unterzahl. Bin irgendwie in eine rote Raid-Gruppe gestoßen. War da der einzige Gelbe dann. Nur 8 Bälle oder so bekommen. Letzte Chance auf Doppel-Raikou. Oder vierfach Raikou-Bonbons. Nicht bekommen. Aber ja, schauen wir uns mal alle Sachen an. Fangen wir mal an mit den EPs, würde ich sagen. Ich bin genau mit 45 Millionen gestartet in das Event und habe jetzt 46.312.828. Sprich 1 Millionen gemacht. Für 2 Wochen ist nicht schlecht. Vor allem, weil ich echt nicht so viel gezockt habe. Ich habe das schon öfters erwähnt in den vorherigen Videos, aber das Event hier war echt schwach. Wenig los. Parsing war nicht immer an. Die Leute waren nicht so motiviert. Ich selbst habe auch nicht jeden Tag gezockt und wenn, dann auch echt wenig. Also normalerweise bei Events, ich lade in der frühen Video hoch und dann geht's raus. 11, 12 Uhr geht's raus und dann. Und dann 11, 12 geht's wieder heim. Das ist eigentlich ein normaler Eventtag. Und jetzt so beim Halloween-Event, keine Ahnung, ich bin so um 3 gekommen und um 6 wieder gegangen. Und das nicht mal jeden Tag. Und Purge-Night war auch dazwischen. Das waren auch nochmal 2-3 Tage, wo ich nicht gezockt habe und die meisten nicht gezockt haben. Also EP-technisch gegrindet, sondern einfach nur gescannt. Die Ergebnisse schauen wir uns auch übrigens gleich an. Dann Geistermedaille vielleicht interessant. 2752. Ich habe leider nicht protokolliert, wie viel ich davor hatte, aber hier 2752. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Geister ihr gefangen habt und Unlicht. Auch ungefähr dasselbe, oha, 2721. Was schon krass ist, weil Geister gibt schon viel, viel länger. Auch da unten in die Kommentare, wie viele ihr gefangen habt. Ansonsten hier von den Medaillen. Togepi, mein Partner. Es gab ja halb so viele Kilometer. Beziehungsweise Doppelbonbons. Habe ich jetzt 240, 300 ist mein Ziel ungefähr. Weil dann habe ich 100 zum Entwickeln und 200, um theoretisch einen auf Max zu pushen. Das müsste erstmal reichen. Dann schauen wir uns den Pokédex an. Wie viele wir gesehen und gefangen haben von den 9. So. Warte, fangen wir erstmal mit Zubiris an. Da habe ich einen Shiny gefangen, zum Glück. Ansonsten von den anderen 2 leider nichts mehr bekommen. So, erstmal laden hier. Okay. Zubiris, Sableye auf Englisch. Shiny hier. Das Komische ist, wenn man ein Shiny gefangen hat, dann wird männlich und weiblich angezeigt, obwohl ich nur einen männlichen oder nur einen weiblichen gefangen habe. Also ich habe nur einen gefangen. Aber es werden beide Geschlechter angezeigt. Auf jeden Fall ungefähr 50% Fangrate. Wer man? Ein Käfer. So, auf jeden Fall 50% Fangrate. 130 gesehen, 70 gefangen, 68 halt. Viele geklickert und auch echt schwer zu fangen, also naja, auch keine Entwicklung. Bisher, ich weiß gar nicht, ob er eine bekommt, aber bisher keine, also nicht wirklich notwendig gewesen. So, dann Shuppet, leider kein Shiny bekommen. So, kurz Scoop Plus. Voll unnötig, dass er erst die letzten 2 Tage als Shiny erschienen ist. 541 gesehen. 342 davon gefangen. Auch wie gesagt, schwer zu fangen. Alle Geister waren schwer zu fangen. Richtig unnötig. Und auch viele verklickert natürlich. Entwickelt habe ich. Also ich habe die meisten meiner Bonbons jetzt von den Geistern benutzt zum Entwickeln. Da habe ich einen. Nee. Da habe ich kein Wild gesehen. Ich habe da, glaube ich, keinen einzigen Wild gesehen. Einen in der Arena. Und alle anderen entwickelt, also. Also echt selten waren die Entwicklungen bei mir. So. Dann Duskar, Zwirlicht. Leider auch kein Shiny. 601 gesehen, 408 gefangen. Und auch wie auch der ständig hin und her. Echt schwer zu fangen. Und auch sehr viele verklickert. Da habe ich ein Wild gesehen, glaube ich. Der ist mir entkommen. Ansonsten auch echt selten die Weiterentwicklung. Der Rest echt nur entwickelt. Als nächstes die Bonbons. Das ist auch interessant. War ja Doppel-Bonbon-Event. Fangen wir ja einfach hier, was wir sehen, das Ungeziefer.
Jetzt habe ich über 3000 Radfratz Candy. Alles natürlich jetzt aufgehoben für ein mögliches Doppel-EP-Event. Wahrscheinlich Thanksgiving. Ende November ist es ungefähr. Weil bisher kam immer nach Doppel-Candy Doppel-EP. Wie letztes Jahr zum Beispiel. Da kam auch Halloween Doppel-Bonbon. Und dann Thanksgiving Doppel-EP. Und dann zu Valentinstag. Zu Valentinstag gab es ja auch Doppelbomber und dann Anfang April ungefähr zu Ostern gab es Doppel-EP wieder. Nicht gefangen, schade. Den hier, wieso? Fast 4000. Raupi echt selten, das zählt nicht. Lediber über 1000, ja, auch recht eher selten. Von Leo sammle ich schon lange. Taubsi, das wohl wichtigste, 7000. Ich habe eigentlich immer so um die 4000. Und jetzt habe ich sogar fast das Doppelte, 7000 jetzt. Und das, obwohl ich sogar ein paar entwickelt habe. Weil ich hatte ja vor, 5 Millionen während des Events zu machen und auf 50 Millionen zu gehen. Da hatte ich sogar um die 2000 bereits entwickelt. Und trotzdem noch 3000 plus gemacht seit dem Event. Also, die werden alle verballert beim Doppel-EP-Event. Ansonsten checken wir nochmal die Ausbeute ab. Von der Purge Night. Halloween Edition natürlich. Ich hatte ja verschiedene Ziele. Tomato, Dragosso, Pikachu natürlich, das spezielle Event Pikachu. Alle 9 Geister. Noch ein Nebulak, obwohl jetzt eigentlich voll unnötig, nachdem der mich so enttäuscht hat. Traumvogel natürlich und noch so ein paar andere Sachen. Also hier, könnt ihr sehen. Gestern noch ein Glumanda einfach so mitgenommen, weil der in der Nähe war. Hutut, weil möglicherweise 100% Veto. Pagas war neu. Dann hier, Zubiges, Popschuss war neu. Zürlicht, ein Nebula 100er. Traumvogel sehr gut. Zürlicht Level 30. Zubiges meine ich. 3 Hut Pikachu. Am ersten Tag, Freitag, kam der gar nicht und dann kam der so oft rein. Ich habe ihn dann gar nicht mehr geholt. Kramux, relativ hohes Level. Nidoran war männlich, war neu. Ein Knogger, leider nie Dragosso gesehen. Sterndu, mein 5. oder so. Chappet. Ich habe auch ein Chappet Level 30, glaube ich. Nee, leider nicht. Aber ein Zwirrlicht Level 30. Der 449, glaube ich. Hypno und Traumato, sehr gut. 100er, obwohl ich da auch schon einen hatte. Relativ gute Ausbeute, alles was ich wollte. Und noch ein paar extra Sachen, also Purchinet hat sich gelohnt. Und der letzte Punkt. Der Shop. Ihr seht, rot umrandet. Die Boxen sind immer noch da. Na endlich diese Gauner, obwohl das Event vorbei ist, lassen die Boxen immer noch drin. Weil Anfang des Monats, neues legendäres ist da, Raid-Touren, die Leute wollen, also nicht die Leute. Niantic will, dass die Leute Raids machen, Raid-Pässe kaufen, die Boxen kaufen. Niantic, diese Gauner immer. Ich werde mir wahrscheinlich noch eine Box kaufen und dann ein paar Raikou-Raids machen. Glücksseil kann ich gut gebrauchen für das womöglich kommende Doppel-EP-Event. Ich hoffe, es kommt Thanksgiving, aber es müsste eigentlich kommen. So, das war's von mir. Kleine Event-Zusammenfassung. Nicht so hart gegrindet, wie ich wollte. Bei weitem nicht das Ziel von 5 Millionen erreicht, aber doch ganz gut ausgenutzt, vor allem Purge Night und ein bisschen Sachen gespart, ein kleines Polster für ein mögliches Doppel-EP-Event. Ansonsten neue Pokémon war cool, jetzt geht's ab mit Geico, die Box ist immer noch da, Niantic, die Gauner. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet, was habt ihr alles so erlebt, habt ihr alles bekommen, eure ganzen Statistiken und so, alles unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Twitter, Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.